herzlich willkommen bei Neu im Schuhkarton mit einer weiteren Review. Dieses Mal zum Puma Displays von Kicks Lab aus Japan. Kicks Lab, für alle, die es nicht wissen. Ja, Kicks erzähl Lab. Mal. Oder für alle, die es nicht wissen. Danke. Aber ich kannte die echt noch nicht. Ist ein ernsthaft. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ein Retailer aus Japan, zwei Geschäfte haben sie in Shibuya. Siehste. War mal früher eine Sneaker-Messe, eine kleine Trade-Show. Und dann haben sie gesagt, so machen wir dann einen stationären Laden. Und das Ganze seit, ich glaube, 10, 12 Jahren so am Start. Und die haben jetzt eine Collab zusammen mit Puma gemacht. Schuh finde ich ehrlich gesagt gelungen. Also ich finde Colorway, Materialien echt schön. Mir gefällt der sehr, sehr gut. Aber die Geschichte oder was war die Inspiration dazu? Ist ein bisschen schwierig. Ja, es soll so das Militär repräsentieren, so ganz global. Dieses Suede hier oben, das sind wirklich so Angora-Suede, das ist der Hammer. Das ist fluffig, ne? Ist richtig, richtig fluffig. Soll die Wüste darstellen, während so die dunkleren Parts die Soldaten darstellen sollen. Aha. Ja. Ist das jetzt rassistisch mit den dunklen Soldaten, oder? Auf jeden Fall, aber es ist einfach, dass ich so mich an den Kunstunterricht zurückerinnert habe. Wenn man mal so ein Salvador Dalí-Gemälde gesehen hat, oder so, dann hat man auch schon so, ja, wenn man möchte, kann man da sehr viel drin sehen. Der Typ hat einfach nur richtig gute Drogen gefallen und ging ab. Naja, also man kann, wenn man will, sehr viel darin sehen. Ich finde, dass das Thema absolut nicht zu diesem Schuh passt. Ich erkenne es einfach nicht. Aber wie du sagst, Der Colorway an sich und die Materialien sind solide. Ja, auf jeden Fall. Also kann man nichts gegen sagen. Das ist ein schöner Schuh, auch am Fuß sicher schön. Ja. Aber ansonsten jetzt so mit dem Thema Military weit hergeholt. Nö, finde ich auch nicht. 150 Euro kostet der Schuh, der tatsächlich sehr schön ist, und wenn man seinen Freunden nicht erzählt, was das Thema da hinten ist und sie damit verwirrt, vielleicht ein Kauf wert, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal an, wie sie tatsächlich am Fuß aussehen. Ja. So sieht er am Fuß aus und wer den Schuh kaufen möchte, der macht das morgen, am Samstag. Gibt es den im Handel eurer liebsten Läden und das war ein ganz seltsames Wort, aber es ist egal, denn wir wollen eure Kommentare da unten sehen. Zu diesem Schuh. Ja. Habt ihr das Thema erkannt oder nicht? Ja, das würde uns mal echt interessieren. Seid mal ehrlich, vielleicht habt ihr auch gerade irgendwas Bewusstseinserweiterndes genommen und könnt es dadurch vielleicht verstehen. Ich weiß es nicht. Also wir sind über Nachhilfe sehr, sehr erfreut. Wir freuen uns natürlich auch, ob und wie und wann ihr unseren Kanal endlich mal weiterteilt, weil wir wollen ja ganz viele Abonnenten haben, damit wir auch irgendwann mal ganz, ganz groß rauskommen. Danke. Das wäre sehr schön. Danke dafür. Schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss.